Hänger- und Knieschleifen auf der Rennstrecke. Ist es wirklich wichtig und nötig oder am Ende alles nur Show? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Freunde. Heute geht es ums Thema Hang-Off und Knieschleifen auf der Rennstrecke. Ist es wirklich nötig? Braucht man es unbedingt? Oder ist es am Ende einfach nur Show, um auf Bildern cool auszusehen? Als erstes beantworten wir mal die Frage, warum wir überhaupt Hang-Off fahren auf der Rennstrecke. Wir wollen nur so lange wie nötig in Schräglage sein. Ganz einfach. Geschwindigkeit bauen wir nur auf der Geraden auf, wenn wir beschleunigen können. Geschwindigkeit ist gleich Zeit, das heißt schnellere Rundenzeit. Das heißt, wir wollen so wenig wie möglich in Schräglage sein. Und ein Tool dafür ist ganz einfach Hang-Off fahren. Dadurch, dass wir unseren Körper neben das Motorrad legen und den Schwerpunkt nach unten verlagern, können wir das Motorrad weiter aufrichten, haben mehr Auflagefläche am Reifen und können dadurch schneller und besser rausbeschleunigen, was uns am Ende mehr Zeit bringt. Wenn ihr mehr Infos darüber haben wollt, wie genau man aus der Kurve richtig rausbeschleunigt, dann schaut mal hier oben, habe ich schon ein Video zum Kurvenausgang gemacht. Da erfahrt ihr alles über das genaue Aufrichten aus der Kurve raus, um mit richtig Gas rausbeschleunigen zu können. Welche Vorteile haben wir denn, wenn wir jetzt mit dem Knie am Boden durch die Kurve fahren? Ganz einfach, Punkt 1. Wenn wir auf eine Kurve zufahren, müssen wir schnellstmöglich schauen, dass wir mit dem Knie auf den Boden kommen, da das Knie eine Stabilitätsfunktion übernimmt. Das Ganze funktioniert wie eine Art Stützrad. Ihr habt durch das Knie einen dritten Auflagepunkt, das heißt Vorderrad, Hinterrad und euer Knie. Und durch dieses Dreieck habt ihr mehr Stabilität, um durch die Kurve fahren zu können. Außerdem, falls es zu einem Rutscher kommen sollte, habt ihr durch das Knie die Möglichkeit, euch nochmal vom Boden abzudrücken und dadurch den Rutscher im besten Fall abfangen zu können. Eure Chancen stehen damit wesentlich höher, als wenn ihr das Knie nicht am Boden habt, das Vorderrad oder irgendwas fängt an zu rutschen und ihr müsst erstmal gucken, dass ihr irgendwie noch eine Kontaktfläche findet, erstmal mit dem Knie Richtung Boden kommen und dann anfangen hochzurutschen. Dauert viel zu lang, bis dahin ist der Haar schon lange über die Höhe und ihr liegt auf der Nase. Ein weiterer Punkt, warum ihr schnellstmöglich mit dem Knie auf den Boden kommen sollt, ist, dass es ein Indikator für die Schräglage ist. Das heißt, wenn ihr in die Kurve reinfährt, euer Knie auf den Boden aufsetzt, wisst ihr, okay, so schräg bin ich ungefähr schon, wie schräg kann ich noch und vor allem, ab wann kann ich wieder rausbeschleunigen. In dem Moment, wo ihr aus der Kurve rausgeht und das Knie nicht mehr den Boden berührt, könnt ihr euch sicher sein, dass ihr am Hinterreifen genug Auflagefläche habt, um ordentliches Gas aufzudrehen, weil hier in der Schräglage kein Rutscher oder kein Sturz mehr passieren kann. Ihr seid in dem Moment schon weit genug vom Boden weg und könnt rausbeschleunigen. Ein weiterer Punkt, warum wir das Ganze machen sollen, ist, dass die Rennmotorräder bauartbedingt einfach besser funktionieren, wenn wir mehr Schwerpunkt ins Kurveinnere bringen und dadurch, dass wir in seinen Körper reinlegen, das Motorrad besser die Kurve durchzieht. Außerdem können wir durch den niedrigeren Schwerpunkt höhere Kurvengeschwindigkeiten fahren, weil das Motorrad in dem Moment aufrechter ist. Wenn ihr das Knie nicht rausnimmt und kein Hanging-Off fährt oder einen alten Fahrstil noch habt, dann habt ihr automatisch mehr Schräglage, könnt dadurch nicht so schnell durch die Kurve fahren oder wenn ihr versucht, genauso schnell durch die Kurve zu fahren mit der höheren Schräglage, entsteht eine viel höhere Sturzgefahr, was am Ende natürlich wieder viel gefährlicher ist und das ist genau das, was wir vermeiden wollen. Jetzt haben wir viel über die Vorteile vom Hang-Off gesprochen, aber gibt es eigentlich auch Nachteile? Ganz einfach, auf der Rennstrecke nein. Auf der Rennstrecke müssen wir Hang-Off fahren, wir müssen Knieschleifen, wir brauchen das alles. Aber auf der Straße ist es definitiv nicht zu empfehlen. Leute, ganz ehrlich, auf der Straße ist es am Ende zu gefährlich. Ich weiß, es macht Spaß, ich weiß, jeder macht es gerne, ich weiß, es sieht auf Bildern und Videos cool aus. Vor allem, wenn man dann noch irgendwelche Titan-Knieschleifer hat, die Funken sprühen. Ja, mag alles sein, aber auf der Straße ist es zu gefährlich. Punkt. Das Ganze hat zwei Gründe. Wenn ihr auf der Straße fährt und Hang-Off, Knieschleifen und so weiter macht, habt ihr durch den niedrigeren Schwerpunkt nicht die Möglichkeit, schnell genug zu reagieren. Ihr liegt unter dem Motorrad und ihr habt keine Möglichkeit, wenn jetzt vor euch ein Ölfleck auftaucht oder Laub oder Splitt oder ähnliches, könnt ihr nicht so schnell reagieren und das Motorrad in eine andere Richtung bugsieren. Ihr habt eine Kurvenstabilität in der Form, wie ihr durch die Kurve fahrt. Das ist auf der Rennstrecke sehr sinnvoll. Auf der Straße ist es sinnvoller, hier durch Drücken zu fahren, weil ihr über dem Motorrad seid
und besser das Motorrad bedienen können. Das heißt, wenn ihr das Motorrad durch die Kurve drückt, könnt ihr schneller reagieren, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Der zweite Punkt ist ganz einfach, ihr werdet durch Hangoff-Fahren viel, viel breiter auf der Straße. Das heißt, ihr habt zum einen euer Motorrad und dann nebendran noch euer Körper. Ihr verbreitert eure Oberfläche um ein Vielfaches, was es auf der Straße viel gefährlicher macht. Dadurch kommt ihr nämlich oberkörpermäßig in den Gegenverkehr, seid näher an der Leitplanke oder ähnliches. Deswegen, hier fehlen euch am Ende die Reserven für eine Notsituation. Deswegen nochmal hier mein Hinweis, auf der Straße lasst es bleiben. Wie geht jetzt das richtige Hangoff-Fahren? Voraussetzung dafür ist erstmal, dass wir die richtige Sitzposition haben. Dafür habe ich euch schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch hier oben, schaut gerne mal rein. Um ordentlich Hangoff fahren zu können und Knieschleifen zu können, ist es zum einen wichtig, dass wir viel Bewegungsfreiheit haben. Das setzt auch voraus, dass unsere Lederkombi ordentlich passt, das heißt nicht zu eng ist, dass der Stretch an den richtigen Stellen ordentlich ist, dass ihr eure Beine, euren Oberkörper, alles ordentlich bewegen könnt. Wenn ihr nämlich eingeschränkt seid, entweder körperlich oder durch euer Equipment, dann kann das Ganze nicht funktionieren. Dann habt ihr keine Bewegungsfreiheit, ihr fühlt euch nicht wohl, ihr seid eingeklemmt, ihr seid eingeengt, das ist alles nichts. Das heißt, Lederkombi muss passen und eure Beweglichkeit muss passen. Kommen wir jetzt mal zum Hangoff selbst. Zum einen, ganz wichtig, wenn ihr auf die Kurve zufahrt, müsst ihr mit eurer Arschbacke, die Richtung Kurveninneres zeigt, schon neben dem Motorrad sitzen. Das heißt, eine Arschbacke auf jeden Fall schon mal neben den Sitz. Dann das kurvenäußere Knie ordentlich am Tank fixiert haben, weil damit haltet ihr euch ordentlich am Tank fest. Die Ferse vom kurvenäußeren Fuß ist dabei in die Fußraste eingehakt. Damit seid ihr schon richtig fest im Motorrad verkeilt und habt eine ordentliche Sitzposition, wo ihr eure Hände und Arme entlastet haben könnt. Das kurveninnere Knie, was dann auch schleifen soll, wird auf der Fußraste auf dem Ballen platziert, und zwar auf der äußeren Kante von der Fußraste, damit ihr den Fuß entsprechend eindrehen könnt. Durch das Eindrehen vom Fuß öffnet sich automatisch auch das Knie nach außen und ihr könnt es in einem 90-Grad-Winkel abspreizen. Wenn ihr euch hier mal meinen alten Stiefel anschaut, dann seht ihr schön an den Abnutzungsspuren, wie ich hier vorne auf der Raste meinen Punkt gesucht habe, auf den Fußballen zu stehen und den Fuß ordentlich eindrehen zu können, um dann das Knie ordentlich zu öffnen. Außerdem, wenn es der kurvenäußere Fuß ist, wie ich hier unten meinen Punkt gefunden habe, um den Fuß ordentlich in der Raste einzuhängen. Damit haben wir schon mal die Grundvoraussetzung, um ordentlich Knie zu schleifen und ordentlich in die Kurve zu gehen. Wenn man seine Sitzposition so vorbereitet hat, dann ist es nicht nötig, extreme Schräglagen zu fahren, um mit dem Knie auf den Boden zu kommen. Ihr werdet das merken, wenn ihr eure Körperposition richtig habt, dann setzt das Knie relativ früh auf, ohne dass das Motorrad schon extrem schräg sein muss. Falsch wäre hierbei, wie es bei vielen so ist, diese Fragezeichenhaltung, dass das Knie eingeklemmt ist, nicht wirklich vom Körper weggespreizt wird. Der Arsch zwar draußen hängt, aber der Oberkörper irgendwo noch über dem Motorrad hängt, der Kopf noch drüber ist. Also so können wir mit dem Knie nicht runter, können dadurch kein Knie schleifen, haben keinen Kontakt zum Boden und am Ende fahren wir viel mehr Schräglage, nur um irgendwie aufs Knie zu kommen, was das Ganze dann wieder viel gefährlicher macht. Kommen wir noch zum Bonustipp: Ellenbogenschleifen. Interessiert vielleicht auch viele, aber ist definitiv nur was für fortgeschrittene Fahrer. Der Ellenbogen dient dabei auch als weiterer Indikator für die Schräglage. Aber macht euch damit nicht verrückt. Es funktioniert auch ohne Ellenbogenschleifen. Wichtig ist, dass ihr erstmal eure Sitzposition ordentlich gelernt habt, dass ihr euch darauf fokussiert, wie ihr richtig auf die Kurve zufahrt, dass ihr neben dem Motorrad sitzt und dass ihr euer Knie und euren Oberkörper Richtung Kurveninneres bringt, um eben den Schwerpunkt nach innen zu verlagern. Wenn ihr dann hierbei die richtige Sitzposition habt und euren Oberkörper, Kopf, Schulter, alles Richtung Kurveninneres bringt, dann entsteht automatisch die richtige Sitzposition, dass euer Ellenbogen schon auf Höhe vom Knie ist und ihr dadurch dann sowohl mit Knie als auch mit Ellenbogen in der Kurve aufsetzen werdet. Aber wie gesagt, für Fortgeschrittene, macht euch nicht verrückt, ganz entspannt. Erstmal Step by Step machen und mit Knie und Oberkörper der richtigen Sitzposition anfangen.
So viel zum Thema Knieschleifen und Hang-Off auf der Rennstrecke. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder weiterhelfen. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und haut unten in die Kommentare, wie es euch dabei geht. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.